So, genau. Also eine kleine Plattform, wo wir dann sozusagen erstmal ein bisschen so in die Ferne gucken können, alles. Gucken können, wo ist denn hier irgendwas, was man noch töten müsste auf dem Weg. Und dann war es das auch schon fast. So. Genau, einmal 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. So. Gut. Und dann bauen wir aber noch was anderes. Genau, ich glaube, so war das, ne? Jupp, aber das sind nur zwei. Okay. So, dann bauen wir nämlich ein paar Fences. Weil wir natürlich nicht runterfallen, ne? Weil ist ja fatal, wenn wir jetzt zum Beispiel hier runterfallen würden. So, und jetzt fehlt uns schon wieder Holz. Ach ja, muss ich auch. So, weil wenn wir hier hochklettern und hier hochspringen, können wir uns ja hier so frei bewegen. Aber das wäre dann zum Beispiel, wenn wir zum Beispiel hier gucken wollen, nicht unbedingt runterfallen. Art kleiner Käfig. So, dann haben wir das hier hell, hier hell, hier hell. Okay, gut. Heißt, wir brauchen das hier weg und brauchen noch ein bisschen Holz. Obwohl Holz ist eigentlich egal, das können wir ja das hier nehmen, ne? Hier die Sticks auch noch. Zack, 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 zack. Von mir aus. So. Joink, joink. So. Haben wir alles. Haben wir. Haben wir. So. Geht's hier hoch. Klettern ein bisschen. Eins, zwei und dann. Ja gut, hier hinten kann das von mir aus okay sein. Also hier hinten brauche ich das jetzt nicht unbedingt. So. Ein bisschen Hunger. So. Holz, Holz, Holz kann da rein. So. Heißt, wir sind soweit eigentlich ganz gut vorangekommen und haben hier alles gut, glaube ich, schon vorangetrieben. Würde ich mal so fast behaupten. Wie sieht es mit unserem Laser aus? Bisschen nur. Ich glaube die Schuhe hier. Ne, doch, bisschen alles. Gut. Wollen wir alles mal ein bisschen aufladen hier. So. Bisschen aufladen hier. So. Bisschen aufladen hier. So. Natürlich die Schuhe am meisten, weil wenn wir halt runterfallen und eigentlich Schaden erleiden würden, bremst das halt ein bisschen diese Schuhe ab. Die Schuhe bremsen halt so ein bisschen ab. So. Jetzt die Frage, was wollen wir als nächstes? Normalerweise wäre eine Diamant-Chest nichts Blödes, aber ich denke, wir können jetzt zuerst mal gucken. Wir haben noch ein bisschen Rubberwood. Tue ich auch noch mal da rein. So. Haben wir jetzt. Gut, wir haben jetzt drei Stacks. Das heißt, wir können ein bisschen mehr von den Kabeln jetzt bauen. So. So, genau. Jetzt haben wir so drei Stacks von denen hier und die brauchen, also wir brauchen auch einige. Und wir haben noch jede Menge an Copper. Über zwei Stacks. So, weil ich will jetzt auf jeden Fall so weit bauen. Jetzt gucke ich gerade. Refined Iron. Das heißt, wir müssen Iron ein bisschen einschmelzen. Dann mal eins, zwei. Mal sagen, ja, komm. Wir wollen Refined Iron haben, genau. Zack. Unser Alloy Furnace. Ich weiß auch nicht, weshalb ich den gebaut habe. Vielleicht werde ich den noch irgendwann mal gebrauchen, so. Wir haben zu viele Steine. Da wird jetzt als nächstes recycelt, nur die Steine. Aber das sind nur die Steine. Steine werden jetzt mehr recycelt. So. Extractor läuft. Oh, Macerator haben wir auch noch zum Beispiel ein bisschen Copper. So.
Was mache ich denn da? Falsch. So. So, dann brauchen wir alles hier hin. Aber wir brauchen auch noch ein paar Steine, wir brauchen ja noch ein paar Furnaces. Leider stecken die nicht. Ah doch, klar. Furnaces stecken. So. Wir brauchen 8 Stück. Wir haben aber... Ja, wir haben ja noch einen. Heißt, wir brauchen schon mal 8 davon. So. Gut. Heißt, wir brauchen jetzt 8 Batterien. So. So. 8 Batterien, 8 Batterien. So, 8 Batterien, 8 Batterien. Genau, genau, genau. Das heißt, wir brauchen jetzt nochmal an jeder... Seite so und so, okay. Können wir uns jetzt 8 Batterien machen, genau. Tin rein, so. Heißt, wir können uns jetzt 8 Generatoren bauen. So. Wenn wir 8 Generatoren bauen können, müssen wir uns jetzt 16 Schaltkreise bauen. Oje. Das kann ja was werden. Ich weiß, wer weiß, ob das überhaupt von den... Ja, ist er nochmal. Von unseren Kabeln her reicht. Ich sehe jetzt schon, wird es knapp, wenn wir die schon aufteilen. So. 16. Okay. 16, genau. So. Hätten wir das schon mal. Genau, cool. Hat, wird ja glaube ich schon fast reichen. Aber ich glaube, uns fehlt ein bisschen Glas, ne? Jetzt kommt, jetzt kommt, jetzt kommt. Ja. Brauchen nämlich ein bisschen mehr Glas. Für ein bisschen mehr Glas brauchen wir ein bisschen mehr Sand. Und Sand ist nur draußen. Sand ist draußen. Sand ist draußen. So. Nimm mal das und ich nehme mal den Scrap hier raus. Tu den Scrap zu Scrappy. Oh, schon über 2 Stacks. So. Rein, rein da. So, und danach brauche ich auch noch immer 2 Kabel und sowas für diesen Low Volt Translator da. Ich gehe mal dann raus. Obwohl, ich habe ja eine Schaufel. Ist gut. Schaufel ist gut. So, ich brauche ja Sand. So. Na, stimmt, hier ist eine Strömung. Lustig. Ich glaube, der Quantum Armor Helm erlaubt es uns noch die Unterwasseratmung. So. Dann müssen wir unter Wasser auch nicht mehr atmen. Ja, wer muss auch schon sowas, ne? Unter Wasser atmen. Pff. Machen nur die Noobs, die nicht schwimmen können. Nein. So, 25. Das reicht mit den 10, die wir noch haben. So. So. Erste 8 hat. Pionk. So. Damit können wir 8 davon machen. So, und jetzt müssen wir 1, 2, 3. Brauchen wir jetzt noch ein bisschen Holz. Holz haben wir aber gar nichts mehr hier unten, ne? Nein. Und 2 Kabel. 1, 2. Hier, hier. Ach. So. So, genau. Wie sieht's hier aus? Genau. Das gehört wieder raus. Holz, so außen herum. Das ist glaube ich der Low Volt Translator sein, genau. So, und schön mit den Solarpanels hier umkleiden. Dann haben wir ja schon Low Voltage Ding. Perfekt! So, und den klatschen wir dann auch mal ran, wo wir ihn auch einen brauchen können. Mist. Kommen wir mal ein Electric Wrench.
Und bring mir Glück. Bring mir Glück. Perfekt. Nicht kaputt gegangen. So. So. Produziert Strom. Das ist gut. Ah. Wichtigste überhaupt. Brauchen wir auch noch. Licht. 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 Und Licht. So. Hier nichts spawnt. Genau. Haben wir ja schon einiges Gutes gemacht. So. Ah, dieser Sound hieß wieder, dass meine Nanoboots abgenutzt wurden. Man sieht es. Normalerweise müssen wir hier auch noch ein bisschen Ordnung machen. So, mein Solarpanel kommt hier von mir aus rein. So, man sieht, wir haben jetzt sehr, sehr viel Strom. Heißt aber nichts, ne? Also man sieht, wir bekommen jetzt sehr viel Strom, aber das ist auch nur wieder der Strom, der uns tagsüber bleibt. Nachtsüber können wir null machen. Ich denke, als nächstes wird es Zeit, ein bisschen hier unsere Höhle, in Anführungsstrichen, ein bisschen zu verändern. Und wer weiß, vielleicht werde ich noch ein bisschen... Stimmt, deshalb habe ich das denn hier noch. Also die habe ich ja eigentlich zum Kaputthaken, aber den da kann ich doch auch zuerst mal wegmachen, genau. Das Gute ist, wenn man das schnell umtauscht, dann kann man dann einfach nur warten und dann geht das direkt weg. Boink. Boink. Und wie ist es? So. Können wir das ja jetzt erstmal reintütteln, so. Haben wir das. Haben wir das, hier haben wir diesen Slack-Furnace noch. So. Ich denke, was ich mir dann bauen werde, vorerst. Habe ich zwei Stück. Zwei Batterien dafür. Brauche ich zwei Schaltkreise. So, zwei Schaltkreise dafür, zack, zack. So, dann wird das, glaube ich, Schaltkreis hier. Das ist, glaube ich, Iron oder Refined Iron. Sowas. Genau, damit haben wir eine Chainsaw. Ah. Das lustige Ding. Und ich glaube, wenn wir das mit Iron machen... Lass mich ganz kurz gucken. Ach so ist das. Gut. Ist andersherum. Oder so. Genau. Und so haben wir den Drill. Und wenn wir jetzt den Drill sozusagen upgraden wollen, brauchen wir dafür ein paar Diamanten. Stimmt, Gold brauchen wir nicht so. Höchstens, wenn wir unsere Chest upgraden wollen. Wollen wir ja noch nicht so, oder? Mal, wie war das? So. Genau, das wird uns ja wieder ein bisschen erleichtern. So. Da, 16 Diamanten, bitte. So. Genau. Und wenn wir das jetzt upgraden, unsere Drill mit hier ein paar Diamanten. Nein. Hä? Ach so. Ich bin wieder ganz konfus. So. Wenn wir die jetzt upgraden, haben wir sozusagen, ist das eine Diamond Pickaxe, die schnell Obsidian abbaut und eine Axt mit einer Schere sozusagen auf Elektrobasis. Das sind sozusagen für Industrial Craft 2, wo diese Mod halt dazugehört, wo man das bauen kann, sind das sozusagen diese Standardsachen, die man eigentlich haben muss. Weil, wenn wir jetzt einen Laser haben, ist er toll. Laser ist ja nicht schlecht. Aber wie gesagt, das ist ja besser. So, wir haben gesagt, 4 brauchen wir. Okay, fehlt uns jetzt eigentlich ein Diamant, aber das ist ja nicht schlimm. Wir können ja schnell was wiederfinden. Und die werde ich jetzt einfach immer hier in meinem Inventar haben. Meinem Backpack. Sozusagen.
Oder ich kann dann hier zeigen, so. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Da kann man das hier wegmachen. So. Weil diesen Pool brauchen wir nicht. Wozu auch, ne? Ich müsste das hier noch wegmachen. Dieses endlose Wasser an der Seite ist ja okay, aber das hat sich ja herausgestellt, was wir hier machen wollten, ging ja nicht. So, dann kommen nämlich auch die Engines und die Pumpe da hinten hin. So. Genau. Diamond Drill kurz aufladen. So. Und diese Diamond Drill habe ich jetzt eigentlich sozusagen nur als Spitzhacke. Mehr ist es nicht. Diese Diamond Spitzhacke würde ich jetzt auch eigentlich kaputt machen, aber ich denke, das ist blöd, wenn ich das machen würde. Komm hier. Obwohl hier, das Schwert, das muss ich haben, weil das Schwert hat ja den großen Vorteil, statt hier meinen Nanosaber, das hier aufgeladen werden muss, wenn ich jetzt lange kämpfe, ist es halt irgendwann mal ausgeladen. Und deshalb ist es halt so blöd. So. Aber ich glaube, jetzt habe ich schon fast alles gezeigt, was ich zeigen wollte. Vorerst. Dann kann man sich immer gucken, was man hier macht. Ich denke, das nächste Mal werde ich mal hier ein bisschen Ordnung machen. Vielleicht diese Chest upgraden. Hier so Sachen wegmachen, die man jetzt nicht mehr so direkt braucht. Hydrator mit einem Small Water Container. Ja, also das ist was Besonderes, also diese ganzen Attachments, bla 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 hier, was wie das so geht. Das sind die hier, diese Large Hydrator und sowas. Drone? Ja, guck mal, das kann man nicht mehr machen. Screwdriver. Sonic Screwdriver. Schön. Diamond Drawplate ist natürlich sehr cool, was man nämlich für Fine Iron Wire braucht und etc. So, aber ich denke, ich werde jetzt mal beenden und dann sehen wir uns demnächst wieder, wenn es wieder heißt, Let's Play Tekkit Hardcore. Wir haben genug geschafft, wir haben viel gemacht. Also bis dann, ciao!